Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video mit einem, etwas ernsteren Thema. Und zwar habe ich euch gefragt, wie denn eure Meinung dazu ist, Video über mein Praktikum beim Bestatter oder nicht. Und viele, viele haben geschrieben, ja gerne. Und ihr habt es so gewollt, hier ist es. Ich habe alles mal so ein bisschen in Kategorien eingeteilt und arbeite die jetzt nach und nach ab und würde sagen, wir fangen direkt mal an. Ja, wie sind da meine Gedanken? Ich kann euch eins vorweg sagen, das Praktikum hat daran nichts geändert. Ich wusste, dass es daran nichts ändern wird und das war auch nicht mein Ziel dabei. Meine Gedanken an den Tod sind, ich habe Angst vor dem Tod, ganz eindeutig, ja. Ich lebe viel zu gerne, ich bin viel zu gern auf dieser Welt, als dass ich von dieser Welt mich verabschieden möchte. Und viele glauben an ein Leben nach dem Tod. Ich würde es gerne, aber ich glaube, ich bin dafür viel zu viel Realist, statt Optimist, als dass ich glaube, ja, danach geht's weiter. Und selbst wenn es danach weitergeht und wir ein Leben nach dem Tod vor uns haben, dann denke ich mir so, ja, aber so toll kann das ja auch nicht werden, weil klar, ich sehe dann meine Eltern da oben wieder, aber viele, viele andere sehe ich dann nicht mehr, die hier unten bei mir sind und ohne die möchte ich ja auch nicht sein. Und ja, gibt's da oben YouTube? Kann man da oben weiter YouTube machen? Also wisst ihr, so alles, was man hier halt gerne macht. Und dann denke ich mir so, ja okay, ist immer, wenn es da oben weitergeht, ist es immer noch besser, als wenn nichts ist, pure Stille, einfach vorbei für immer. Dieser Gedanke ist ja sowieso ganz krass und unvorstellbar. Ja klar, aber trotzdem, meine Angst vor dem Tod ist ziemlich groß und das hat sich nicht geändert und das wird sich auch so schnell nicht ändern, weil ich wünsche mir sehr, dass es ein Leben danach gibt und hoffe es auch sehr. Es gab ja auch schon oft so Berichte von Leuten, die eine Nahtoderfahrung hatten. Und ich glaube nicht, dass sie sich das alle ausgedacht haben. Von daher muss danach ja wahrscheinlich irgendwas kommen. Nur was? Und vor dieser Frage habe ich, ja, Angst. Ganz klar Angst. Warum mich das Thema Tod so interessiert, ist gar nicht so eine leichte Frage, weil, klar, man könnte sagen, ich habe schon sehr früh Erfahrungen mit dem Tod machen müssen. Mein Papa ist gestorben, da war ich 17. So, meine Mutter ist gestorben, da war ich 24. Ja, ich würde aber fast behaupten, dass auch ohne den Tod meiner Eltern ich mich für das Thema sehr interessieren würde. Ja, bin ich mir ziemlich sicher. Vielleicht nicht so stark, wie es jetzt kann sein, dass es, oder das wird eine Rolle dabei spielen, dass meine Eltern schon gestorben sind. Aber ich bin mir sicher, auch so würde es in meinen Gedanken stattfinden. Ein ganz, ganz wichtiges Thema für mich, Vorsorge. Was passiert, wenn man stirbt? Also für einen selbst. Das Thema Tod ist ein Tabuthema, ganz klar. Viele Leute wollen darüber nicht reden. Viele Leute wollen dieses Thema von sich wegschieben und sagen, ach komm, nein, wir leben jetzt, ich will mir keine Gedanken über meinen Tod machen. Aber es ist so wichtig. Es ist so wichtig und ich finde es auch sehr egoistisch, sich darüber keine Gedanken zu machen, wie man sich zum Beispiel seine Beerdigung wünscht. Weil man tut seinen Angehörigen damit einfach keinen Gefallen. Deswegen, ich finde, es ist sehr, sehr wichtig, dass man sich alles einmal aufschreibt. Das braucht gar nicht viel Zeit. Ihr nehmt euch einen Zettel, schreibt euch auf. Ich wünsche mir das für meine Beerdigung, das, das und das. So, dann legt ihr den Zettel irgendwo hin, sagt euren Leuten Bescheid. So, da liegt ein Zettel, den könnt ihr euch angucken, wenn ich mal sterbe. Weil man weiß es nicht. Klar, das Beste ist, man wird 108. So. Wissen wir aber, ob wir morgen vom Auto überfahren werden? Nein, wissen wir nicht. Und das ist halt das Schwierige dabei. Und deswegen ist es so wichtig, das vorher einfach mal abzuklären. Weil, stellt euch vor, ihr stirbt. So. Eure Angehörigen sitzen da mit dieser tiefen Trauer. Dann kommt die Frage, mochte er die und die Blumen? Mochte sie überhaupt diese Farbe? Hätte sie sich einen Sarg oder eine Urne gewünscht? Hätte er verbrannt werden wollen oder wollte sie beerdigt werden unter der Erde? Fragen über Fragen. Das sind alles Fragen, mit denen sich eure Angehörigen herumschlagen müssen, obwohl sie in tiefer Trauer sind. Und das finde ich so scheiße. Sorry für das Wort, aber es ist einfach eine schwierige Sache. Und klar, dann denken die Angehörigen, ja gut, welches Lied sollen wir denn auf dieser Beerdigung spielen? Ja klar, er mochte dies und dies und dies, aber wollte er so eine Lieder auch auf seiner Beerdigung haben? Und dann kommen so viele Schwierigkeiten drauf auf die Leute zu und das muss einfach nicht sein. Und es ist einfach keine große Arbeit, sich darüber mal für ein paar Minuten Gedanken zu machen. Und ich zum Beispiel habe mich einmal mit meiner besten Freundin hingesetzt. Wir haben uns gegenseitig in einem Gespräch ausgetauscht, was wir uns für eine Beerdigung für uns selber wünschen, ob wir verbrannt oder beerdigt werden wollen, ob wir, was für Musik wir wollen. Also meine beste Freundin weiß zum Beispiel, und es existiert auch ein Brief davon, welche Lieder ich haben möchte, welche Blumen ich mir gerne wünsche, ob ich verbrannt oder beerdigt werden möchte und so weiter und so fort. Und das ist einfach so eine Sache, da muss einfach einmal drüber geredet werden. Da kann man es auch wegtun, weglegen, verdrängen, aber einmal sollte es wirklich stattfinden.
So, kommen wir zum wichtigen Teil, mein Praktikum. Dieses Hemd hier war meine tägliche Arbeitskleidung. In diesem Hemd habe ich viele, viele Tote gesehen. Vor dem Praktikum habe ich nur meine Eltern tot gesehen. Im Praktikum kamen einige dazu. Ja, was waren denn meine Aufgaben? Meine Aufgaben waren eigentlich größtenteils daneben stehen und zuschauen die erste Zeit. Auf Trauerfeiern und Beerdigungen stand ich am Kondolenzbuch und da liegen ja so Kondolenzbücher aus, wo alle Trauergäste sich eintragen mit Namen. Das wird dann den engsten Angehörigen am Ende übergeben. Dann haben die nochmal eine Liste, weil bei so einer Beerdigung steht man so neben sich, da weiß man danach nicht mehr, wer war jetzt alles da, war die da. Und dann hat man diese Liste, wo alle Namen nochmal draufstehen. In diese Liste kommen auch die Umschläge mit Geld oder Trauerkarten, kommen da rein. Und da stand ich halt und habe immer den Kugelschreiber genommen, gereicht, damit sich die Leute eintragen können. Dann sind sie weitermarschiert Richtung Sarg oder Urne, was auch immer. Und ja, dann habe ich bei den Trauerfeiern geholfen, vorher aufzubauen, zu dekorieren, den Sarg hinzustellen, die Urne hinzustellen, schön zu schmücken. Und ich sag's euch, der Beruf des Bestatters ist super vielseitig. Es fängt an mit Vorsorge, natürlich Gespräche mit den Angehörigen führen, Mitgefühl und auch Empathie muss man sehr, sehr viel haben, empfinden oder herüberbringen können, weil die Gespräche mit den Angehörigen natürlich schwierig sind. So, ein Bestatter muss aber auch Leichen herrichten für eine offene Verabschiedung oder wenn Angehörige die Person nochmal sehen wollen. Das ist manchmal gar nicht viel. Klar, wenn die Person friedlich eingeschlafen ist, muss trotzdem einiges getan werden, denn die Leichen, die Körperflüssigkeiten gehen zum tiefsten Punkt, die Leichen laufen aus. Aus allen Körperöffnungen kommt nochmal ein bisschen Flüssigkeit und das ist alles nicht so schön. Dann sterben viele mit offenem Mund, der sogenannte Schreimund. Der Mund muss zugenäht werden. Das wird nicht. Früher wurde das so mit Sekundenkleber gemacht oder hier so zugenäht. Mittlerweile ist es so eine andere Technik, die nennt sich Ligatur. Da kommt die Nadel hier durchs Kinn. In den Mund geht sie durch in die Nase, durch die Nasenscheidewand drin durch, innen drin wieder raus. Und hier dann da durchgesteckt, hier wieder zu. Dann hat man hier zwei Fäden, dann zieht man die Fäden, dann geht der Mund zu und dann wird es festgeknotet und hier abgeschnitten und dann ist der Mund ganz schön zu und nicht so zugeklebt wie mit Sekundenkleber, wie es früher gemacht wurde oder so. Ja, dann muss ein Bestatter auch irgendwie, klar, er ist auch, hier, wie nennt man das, Make-up, hier, Stylist, hier, wie heißt es denn, Make-up-Artist. Die Leichen müssen nochmal gepudert werden, die müssen nochmal rasiert werden, gewaschen müssen sie werden, angezogen, hergerichtet und so weiter und so fort. Also das sind viele, viele verschiedene Aufgabengebiete, die ein Bestatter so hat. So, und natürlich auch zum Beispiel Dekorateur, ne? In der Kapelle muss alles hergerichtet werden, die Blumen werden angeliefert von den Floristen, da wird alles aufgestellt, Engel werden aufgestellt, Blumen, Kerzen, Tücher, das muss halt alles gemacht werden. Und ja, viele, viele Dinge, wo ich mir vorher gar keine Gedanken drüber gemacht habe, was aber eigentlich auch Spaß macht, weil es schön, also es macht Spaß, wenn man zum Beispiel jetzt den Sarg da stehen hat oder die Urne und man weiß, da kommen jetzt gleich die ganzen traurigen Leute, die sitzen davor und trauern und weinen, es soll doch schön, ein schöner letzter Anblick sein. Und da macht man das alles ganz schön und dekoriert das und ja, also mir hat das Spaß gemacht, wenn man ja davon Spaß reden kann. Natürlich ist es nicht schön, wenn dann die Leute alle kommen und man sieht so viel trauernde Menschen. Man darf das halt nur nicht so sehr an sich heranlassen. Und mir persönlich hat es immer geholfen, wenn ich wusste, wer sich in dem Sarg befindet. Manchmal konnte ich nicht dabei sein, wenn der Bestatter die Menschen zurechtgemacht hat oder nochmal umgezogen hat und so weiter. Dann konnte ich nur bei der Bestattung oder bei der Beerdigung dabei sein, wenn ich nach der Uni hingefahren bin und da ausgeholfen habe. Und dann fand ich es immer doof, wenn ich nicht wusste, wer da drin liegt. Also mir hat das immer geholfen, wenn ich die Person vorher nochmal gesehen habe und wenn ich dann bei der Beerdigung von dem Pfarrer oder von dem Redner nochmal den Lebensweg von der Person gehört habe, dann habe ich irgendwie ein gutes Gefühl dabei gehabt, weil ich dann wusste, worum es hier gerade geht und nicht, ich sitze hier redet er über eine Person, die da vorne liegt, die ich nicht gesehen habe, mit der ich sowieso nie was zu tun hatte. Der Moment, als ich meinen ersten Toten dort gesehen habe, war schwierig, wobei ich positiv überrascht war, denn irgendwie habe ich immer wieder gedacht, ist das wirklich eine Leiche? Weil ich habe immer das Gefühl gehabt, das ist eine Wachsfigur. Es sah immer so, ja klar, da war kein Leben mehr drin, die lagen halt da und haben sich nicht mehr bewegt. Der Mund war meistens noch ein bisschen auf und
Da habe ich immer das Gefühl gehabt, ich sitze hier oder stehe hier vor einer Wachsfigur. Ich konnte das nie so realisieren, dass ich wusste, der ist jetzt wirklich tot. Erst ab dem Moment, wo meine Schonfrist vorbei war und ich mit anfassen musste und ich dann gemerkt habe, oh, okay, das ist hart, es fühlt sich hart an, es fühlt sich kalt an, man merkt, da ist kein Leben mehr drin. Und da habe ich dann so gedacht, so krass, ja, okay, diese Person ist jetzt gerade echt tot. Immer wenn dieser Sarg rausgeholt wurde aus der Kühlkammer und ich wusste, okay, der Deckel öffnet sich gleich und du siehst den Menschen, der da drin liegt, war ich immer aufgeregt. Ich habe immer so, oh Gott. Als dann der Sargdeckel auf war, ist immer sowas von mir abgefallen und ich habe gemerkt, okay, es ist gar nicht schlimm. Warum bist du denn so aufgeregt gerade gewesen? Das ist ein Mensch, der nicht mehr lebt. Ja, es ist traurig, aber es ist ein Mensch, nichts weiter sozusagen. Und ich muss sagen, ich war sehr positiv über mich selbst überrascht, dass ich so locker damit umgegangen bin. Und viele in meinem Umfeld haben mich auch immer gefragt, ja, aber deine Eltern sind gestorben und du machst halt so eine Arbeit, ist das nicht total schlimm für dich? Nein, ich muss sagen, dass ich das überhaupt nicht miteinander verbunden habe. Ich habe nie während der Arbeit irgendwie an meine Eltern gedacht. Also klar kam das schon mal vor auf Beerdigungen, dass ich dann schon mal an die Beerdigung meiner Eltern gedacht habe, aber im Großen und Ganzen war das für mich irgendwie nie präsent, dass ich das miteinander verbunden habe. Ich konnte das super gut trennen und das ging. Ja, von den krassesten Stories, die ich von meinem Praktikum zu erzählen habe, ist es gar nicht so viel, muss ich sagen. Ich hatte Glück, es waren viele alte Leute, die friedlich eingeschlafen sind. Eine Sache war ein bisschen extremer, oder sagen wir zwei. Ich hatte nicht viel Angst vor dem Praktikum. Die einzige Angst, die ich hatte, war vor Gerüchen, weil ich mir so dachte, man hört aus dem Fernsehen oder aus Büchern oder aus Geschichten immer von diesem krassen Verwesungsgeruch, der die Polizisten im Krimi, im Fernsehen immer sofort dazu bringt, sich zu übergeben. Und vor diesem Geruch hatte ich Angst, muss ich dazu sagen, vorher habe ich nicht gerochen, den Geruch, kam bei mir nicht vor im Praktikum. Ein Geruch, der mich aber sehr geprägt hat, war von einer Dame, die aus der Pathologie kam, also die aus der Rechtsmedizin nochmal aufgeschnitten wurde, weil die Todesursache nicht ganz klar war. Und da werden die Menschen einmal von hier bis unten zum Schambein aufgeschnitten und da drin wird untersucht und hinten am Schädel einmal quer so lang. Und das war das Schlimme, denn, das wusste ich vorher auch noch nicht, das menschliche Gehirn stinkt. Ganz stark. Und nicht nur bei Toten, sondern auch bei uns. Das heißt, wir haben ja ein richtig ekliges, stinkendes Ding hier in unserem Kopf drin. Und das wusste ich gar nicht. Und als ich dann dazugeguckt habe und der Bestatter da seine Arbeit verrichtet hat und die Dame angezogen hat, dachte ich irgendwann so, dann bin ich schon ein paar Schritte zurückgegangen. Ich so, was riecht denn hier so? Und er so, ja, das ist das Gehirn. Ich so, was? Dann hat er mir halt erzählt, dass das menschliche Gehirn einen ganz, ganz komischen Geruch, Eigengeruch hat. Und das ist wirklich kein schöner Geruch. Eine andere Geschichte, die ziemlich krass war, war, dass wir einen Verstorbenen aus seiner Wohnung holen mussten. Und zwar ist jemand in seiner Wohnung gestorben und es war ein Messi. Und als dann der Bestatter zu mir sagte, wir müssen noch heute eine Leiche aus seiner Wohnung abholen, der ist in seiner Wohnung gestorben und war ein Messi, möchtest du da mitkommen oder ist dir das zu viel? Ich immer sofort erstmal, nee, klar, ich komme mit, gar kein Problem. Innerlich so gedacht, oh Scheiße. Ja, war dann aber auch alles ganz okay. Es war halt ziemlich schwierig, den aus seiner Wohnung zu bekommen, weil wir mussten so eine Treppe hoch und die war ganz, ganz, ganz eng. Und den da rauszubekommen auf einer Trage und so weiter, das war ziemlich anstrengend, ziemlich schwierig. Und in dem Moment hatte ich auch nicht viel Zeit nachzudenken. Wir standen in dieser Wohnung, der Mensch lag auf dem Boden und ich stand da nur da. Und der Bestatter hat, glaube ich, auch in dem Moment nicht so viel über mich nachgedacht als Praktikant, sondern hat dann in dem Moment schon so ein bisschen gesagt, hier, mach mal bitte kurz hier und fass mal kurz hier mit an, Pat, machst du mal eben hier. Das war das war eine komische Situation. Mir tat auch der Mensch so leid, weil ich so gedacht habe, wie kann man hier leben in dieser Wohnung? Das war wirklich bis oben hin zugemüllt. Wir kamen kaum durch, weil der Boden auch voll war. Ja, mehr krasse Stories habe ich auch gar nicht zu erzählen. Das waren so die beiden einschlagendsten Dinge, die ich in dem Praktikum erlebt habe, wo ich so dachte, ja. Habe noch nicht so die krassen Sachen erlebt wie eine Leiche, die irgendwie zerstückelt ist oder wo irgendwas ab ist, wegen Autounfall oder sonst was, oder eine Wasserleiche oder eine Brandleiche oder eine stark verweste Leiche. Da bin ich überall drum rumgekommen. Hätte es aber tatsächlich, glaube ich, schon gern mal mitmachen müssen, um zu wissen, oder um ganz, ganz stark an meine Grenzen zu gehen, um zu wissen, könnte der Job denn dann auch wirklich was für dich sein?
Resümee. Ist dieser Job was für mich? Ja, ist er. Soweit zumindest ich das beurteilen kann, nach dem, was ich erlebt habe. Wie gesagt, ich habe nicht die krassesten Fälle erlebt. Wie es da wäre, weiß ich also noch nicht. Aber bei dem, was ich erlebt habe, könnte ich das, glaube ich. Ich hätte, glaube ich, Probleme, alleine mit einem Toten zu sein. Klar, im Leichenwagen zu fahren und da hinten jemanden drin zu haben, das war alles okay für mich und das fand ich nicht schlimm. Aber wenn ich jetzt einen Toten oder einen Verstorbenen herrichten müsste und ich wäre ganz alleine mit dem, ich glaube, da würde mir so ein bisschen die Muffe gehen, komischerweise. Oder auch mit so krassen Fällen und ich wäre alleine und hätte gerade keinen Ansprechpartner oder jemanden, mit dem ich darüber reden kann, weiß ich auch nicht, wie es da wäre. Ansonsten, wie gesagt, bisher, was ich erlebt habe, könnte ich mir vorstellen, wenn das mit dem Journalismus oder der Schauspielerei etc. nichts wird, mich dort mal umzuschauen oder beruflich da einzusteigen. Also es ist auf jeden Fall für mich nicht komplett weg. Eher im Gegenteil, ich fand es alles sehr interessant, es hat mich sehr interessiert. Ich hätte das Praktikum gern noch länger gemacht, wenn mein Studium nicht gesagt hätte, Schluss jetzt. Also ich kann es jedem nur empfehlen, der sich vielleicht ein bisschen dafür interessiert mal. Und wenn es nur eine Woche ist oder ein Tag, bei einem Bestatter reinzuschnuppern. Es ist ein spannender Beruf, ein interessanter Beruf und auch nicht der leichteste Beruf. Das muss man natürlich auch dazu sagen, weil das Thema Tod ist natürlich nicht schön. Ne? Ich guck noch mal eben nach, ich hatte noch ein paar Fragen unter meinem Video. Ich guck noch mal, ob ich alle beantwortet habe und dann soll es das auch schon gewesen sein. Okay, zufällig habe ich so gut wie alle Fragen beantwortet, die hier standen. Eine ist noch, so ein bisschen wandle ich die mal ab. Und zwar von der lieben Lila, hallo. Welche Wirkung oder Auswirkung hat dieser Beruf auf die Psyche? Ich muss sagen, eine gute. Also, ich habe schon mal bei einem Bestatter gearbeitet für einen Tag, das war vom Studium aus, da musste ich eine Reportage über das Thema Tod schreiben, beziehungsweise über ungewöhnliche Berufe und da habe ich einen Tag lang einen Bestatter begleitet, da war jetzt nicht viel Spannendes, aber ich muss sagen, dass Bestatter die lustigsten Kerlchen sind, wirklich, also ich glaube, man muss halt schon so ein bisschen einen an der Klatsche haben, um so einen krassen Beruf auszuüben und das merkt man den Bestattern auch an, weil die einfach super lustig drauf sind. Ich habe noch nie einen Bestatter kennengelernt, klar wird es auch andere geben, aber ich habe noch nie einen kennengelernt, der nicht lustig ist und auch schwarzen Humor hat und ich glaube, das braucht man bei dem Beruf, dass man wirklich schwarzen Humor hat, dass man auch mal über krassere Sachen lachen kann, damit man das alles nicht so an sich heranlässt und dafür bin ich, glaube ich, perfekt. Ich habe super schwarzen Humor, schwärzer geht's, glaube ich, kaum. Ja, so. Das soll es auch schon gewesen sein. Sehr lang geworden, das Video. Es tut mir leid, aber ich wollte halt irgendwie auf alles eingehen und nicht einfach nur irgendwas abklatschen hier und das vernünftig bereden. Deswegen ein bisschen länger. Ich hoffe, dass es interessant für euch war. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bitte, bitte, bitte gebt mir gerne einen Daumen nach oben, wenn euch das Video gefallen hat. Wenn nicht, braucht ihr das natürlich nicht machen. Aber ich freue mich sehr über einen Daumen nach oben. Und auch gerne in die Kommentare, wie euch das Video gefallen hat. Und ja, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Tschüss! Ach nee, beten, ne? So.